Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Wir befinden uns immer noch in Einsel. Und warte mal. Sind wir hier irgendwo noch schon dichter rangekommen irgendwo? Und genau, wir gehen wieder zu Noxtella, der ewigen Stadt. Ne, wir gehen hier hin, ne? Ne, wir waren ja schon Noxtella. Genau, gehen wir zur ewigen Stadt. Und versuchen von da aus weiterzukommen. In der letzten Folge konnten wir ja sogar Dunkelschmiedesteine finden. Und da wir 7 und 8 schon hatten und nur noch 6 fehlte, konnten wir natürlich unsere Waffe super verstärken, was mich sehr gefreut hat. Okay, hier sind jetzt berittene Ameisen. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Aber lass uns mal versuchen, den zu besiegen, nur um zu sehen, wie stark die sind. Weil... Okay. Gar nicht so leicht. Mist. Okay. Na gut, also die sind ein bisschen schwieriger. Gerade weil sie halt diesen Typen oben drauf sitzen haben mit seiner beschissenen Peitsche. Aber na gut, wir werden mal hier weitergehen, aber lass mal alles durchforsten hier. Puh. Da oben läuft einer ohne Ameise rum, das ist schon mal gut. Heilfett mit Kordel. Okay. Okay, sind zwei. Wow, das war natürlich dumm von mir. Ich wollte eigentlich das Eisding machen. Hab's natürlich nicht gemacht. Okay. Aber es macht nichts. Das holen wir uns wieder. Ist ja auch direkt am Anfang gewesen. Gar nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest. Nein. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Müssen wir die Ameisen vorher noch weg haben. Weil sonst... dass sie mich irgendwie nicht treffen. Das wäre natürlich gut. Wir gehen erstmal da hoch und holen so Sachen wieder. Eigentlich müsste ich den auch von hinten auch niedermähen können. Behaupte ich mal. Komm ich da rein? Von hier. Warte mal kurz, bis der andere weg ist. 10.000 Runen, die sollte man schon gerne holen. Hat er mich gesehen? Nee. So. Einer ist da noch.
Oh, Alter, da hat er mich aber erwischt mit einem harten Schlag. Na gut. Nox Beinschutz, okay. Boah, der hat dich getroffen. Da steht irgendwas. Kann man da irgendwo runter? Wahrscheinlich unbemerkt. Ach so, ja, okay, wenn man hier rumgeht, ne? Ja, das, weiß nicht. Schau mal. Meine Wölfe kann ich leider nicht rufen, das ist schade. Aber da hinten liegt jemand. Also liegt etwas, nicht jemand, da liegt etwas. Und vielleicht können wir das ja mitnehmen. Muss ich nicht noch irgendwie ein Gegner ist gleich? Anscheinend nicht. Silbertränenhülle. Hier geht's nicht weiter, okay. Sehr gut. Was sind da denn? Das sind irgendwelche Schnecken. Ah, guck mal. Himmelstau. Wow. Da war das Eisding natürlich echt fantastisch Schaden gemacht. Das Eisding fantastisch Schaden gemacht. So. Hier sehe ich nicht. Da hinten geht eine Treppe hoch. Könnte ja auch spannend für uns sein. Da hinten ist aber das Leuchtfeuer. Man kann aber auch da hochgehen, sehe ich gerade. Ist die Frage, was man will. Will man da hoch oder will man unten längs? Ich glaube, ich gehe erstmal oben längs, oder? Boah, jetzt haben wir uns schon hier unten durchgemetzelt. Dann können wir auch hier unten erstmal längs gehen, ne? Oben müssen wir uns merken, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal längs. Geht natürlich den kompletten assigen Weg außenrum. Kann das sein? Gehen wir erstmal hier längs. Jetzt wieder viele von diesen Glubschdinger da, die man sieht. Was ihr euch erinnern könnt, diese Schleimbeutel da. Und da können wir natürlich Pech haben, dass sich irgendeiner zu so einem Dings morph. Guck mal, da hinten ist so ein Blitzding irgendwie auch. Gehen wir erstmal hier hoch. Okay, da läuft irgend so ein Mönch rum. Da sitzt eine Tante auf dem Stuhl. Gucken, ob wir den killen können. Oh. Müssen ein bisschen aufpassen, den treffen die mich da hinten, wenn wir weiter nach hinten gehen. Er hat diesmal eine Sichel, der Typ. Nein, doch nicht. Er wollte mich gerade hier töten. Wir rennen mal hier rüber kurz. Da ist nämlich eine Truhe, sehe ich. Ich hoffe, dass mich keiner von diesen Viechern da trifft. Aber ich glaube nicht. Was hier drin ist? Geisterteillinie 9. Okay.
Aber wir brauchen keine Geisterteile, wir brauchen eigentlich die anderen, oder? Hier oben geht's nicht weiter, also müssen wir unten längs. Das sind alles so Blitzdinger. Ich weiß nicht, ob ich gegen die einfach so kämpfen kann. Gleich mal gucken. Guck mal, hier sind viele von diesen Schnecken. Echt viele von denen. Keine Ahnung, was die machen. Ah, okay. Die hauen auf jeden Fall zu. Aber auch nicht so viel. Spiel. Oh! Oh! Weg! Das war gemein. Ja. Oh! Und der von rechts. Vergiftet hat er mich, der Assi. Schnell was trinken. Okay, da passiert irgendwas, wenn die explodieren. Das ist uncool. Das ist wieder so ein Ameisenviech. Den sollten wir vielleicht killen, bevor wir die anderen... Wow, das war knapp. So. Das nervt doch ein bisschen. Guck mal, ob ich mit dem Eis mehr machen kann bei denen. Bestens mal. Oh, falsche Richtung. Jetzt aber. Oh. Oh, verdammt. Ah, guck mal, da killt er den nächsten. Ah, perfekt. Perfekt. Okay, warte mal. Da können wir nicht hoch, aber wir können doch hier. Alter, was hat er denn da? Ein Panzer. So. Ein beschissener Affe. Goldene Rune 10. Ah, cool. Oh, warte, da kommen die. Wir müssen einen da in der Mitte killen. Guck mal, da hat er die alle gekillt da. Wie cool ist das denn? Auch noch einen, den müssen wir auch irgendwie holen. Er hat ein Schutzschild, aber den kriegen wir auch. Den müssen wir mal hoch. Ich glaube, da haben wir den nämlich die ganze Zeit im Rücken. Was auch ein bisschen uncool ist. So, jetzt müssen wir kurz mal hier hoch, um den Typen da oben wegzubekommen. Beziehungsweise natürlich nur einer, vielleicht zwei, guck mal. Oh. Oh.
Ja. Gut, hier oben noch mal kurz durchforsten, ob hier irgendwas liegt noch. Ich weiß nicht, was wir sehen haben hier. Liegt nicht noch eine Leiche rum oder so, ne? Nee. Gut. Boah, ich bin hier weg vom Stuhl weggerutscht, ey. Vor Anspannung. Da sind wieder diese Billig-Ameisen. Mehr oder weniger. Wir gehen erstmal hier drüben rüber. Da geht's auch irgendwo rein. Da geht's auch irgendwo hin. Ja, da geht's nur finster runter. Da wollen wir nicht längs gehen. Ich glaube, an der Seite kann ich auch nicht längs, ne? Gut, dann gehen wir hier weiter. Hier kann man reingehen. Gold 1000 Füßler gesammelt, okay. So, wie sind denn hier noch? Einer, den können wir platt machen. Oh, da sind noch mehr. Nee, doch nicht. Ah, da kommen die, okay. Okay. Alles nur wegen diesem Typen hier? Was hat er denn da so liegen? Dunkelschmiedestein 7. Perfekt. Also ein paar Sechser wären natürlich cooler. Denn die brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Auch für mein Schild. Aber 7 ist auch gut. Da sind so ein paar. Die müssen wir, glaube ich, anlocken hier. Wir gehen erstmal rüber auf die andere Seite, machen da, klären da alles, bevor wir hier loslegen. Weiß auch nicht, wie stark die sind. Müssen wir mal gucken. Wenn die so stark sind wie die in der Höhle, dann geht das ja. Also wenn die so schwach sind wie die in der Höhle, dann geht das ja. Ich hole die trotzdem einzeln. Ja. So, und den holen wir uns einfach so. Was da drüben? Oh, was Gutes sogar. Schimmert zumindest lila. Ein Steinschwertschlüssel. Wir gehen mal hier an der Seite weiter. Mal gucken, ob oben irgendwelche Dinger runterkommen. Ne, hier gibt's nicht, hier geht's nicht weiter. Was sagt er? Keine Objekte voraus, okay. Hätten wir uns sparen können, aber wohl ab und zu führen die dann ja auch in die Ehre. Deswegen ist vielleicht nicht so schlecht, dass wir trotzdem mal geguckt haben. So. Jetzt sind hier noch ein paar. Müssen wir gucken, was wir die irgendwie locken können. Müssen wir gucken, wo der eine ist, der einzeln hier rumläuft und der andere da hinten.
Ist hier unten noch einer rumläuft, dann habe ich zwei an den Hacken, das muss ja nicht sein. Ich wusste es. Ich hab's gesehen. Ach Mann, das ärgert mich gerade total. 32.000 Dinge haben wir. Wow, das war behindert von mir. Man muss echt auch, die zwei Schläge muss man abwarten und dann hinterher. Oh, jetzt müssen wir richtig viel machen. Richtig viel müssen wir jetzt machen. Man kann ja nicht mal laufen hier, ne? Nee. Okay. So wieder durchkämpfen, das nervt natürlich ein bisschen. Vielleicht können wir uns ein bisschen vorbeischleichen hier. Bei denen. Dass wir nicht gegen alle wieder kämpfen müssen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Weil gegen alle zu kämpfen, das ist echt nochmal zu viel, ne? Nein, ich habe alle meine Schilde verloren. Alle meine Runen verloren. Oh nein. Das war total dumm gerade. 32.000 Runen. 32.000 Runen reden wir gerade von, ne? Ach, ärgerlich. Mann, das nervt doch. Das nervt, sowas nervt wirklich. Da ist man einfach, ich muss die irgendwie anders besiegen. Ich weiß auch nicht, die sind echt nervig. Ich muss mal gucken, wie ich den am besten besiegen kann, ohne die ganze Zeit drauf zu gehen. Taktik. Ja. Das Problem ist natürlich, wenn die so sind, geht das ja, ne? Aber das ärgert mich gerade total. Das glaubt ihr gar nicht. Vorhin haben wir nichts. Wir haben wirklich nichts hier drin gehabt, ne? Oh, guck mal. Warum das geschafft? Wieso kann ich die denn nicht irgendwie anders killen? Also das nervt mich total. Das nervt mich total. Wir haben so viel, wir sind so weit gekommen jetzt und dann sterben wir wegen so einer Scheiße. Ärgert mich komplett. Ärgert mich komplett. Ich verstehe auch nicht, warum ich die nicht ordentlich killen kann, ey. Ey. So finde ich ihn gar nicht so schlimm. Bloß auf der Ameise nervt er. Na ja, so ist er auch schlimm. Also, die sind einfach nervig. Ich muss die irgendwie anders killen. Ich weiß aber nicht wie.
Okay, die da oben lassen wir einfach, die sind uns egal. Die beiden. Aber die hier werden wir auch noch killen. Einzelne können wir leicht killen, das ist nicht so schwierig. Okay, von da oben, der ist ein bisschen doof. Aber die hier können wir auch noch wegnehmen. Oh, was ist hier los? Ach, das Ding kommt wieder hoch, okay. Nervig. Da kriegen wir aber schnell Punkte zusammen wieder, ne? Kann das sein? Ah, da oben. Die müssen wir noch weg haben, da oben. Okay. Das ist nur nervig. Wir müssen diese Ameise da hinten auch noch haben. So. Der ist von oben runter gehüpft. Natürlich gut für uns. Oh nein, falsche Richtung. Das gibt's doch gar nicht. Kann man 30 Mal in die falsche Richtung was machen? So. Das war echt dumm von mir. Da oben ist noch einer, aber... Mann, das nervt. Naja, wir haben auf jeden Fall richtig viele Dings gesammelt hier. Das war ja dumm von mir, hier auch da reinzurennen. Den da oben auch noch haben. So. Also da müssen wir eigentlich gar nicht mehr hin da hinten. Da haben wir ja alles abgegrast. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur hier hin, ne? Irgendwie.
Ja, wieder so viele. Ja, schon wieder fast 20.000 zusammen. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Da ist noch so eine Krabbelameise, die echt nerven würde. Da ist noch eine. Ach, ich müsste da hinten mal rein, glaube ich, in dieses Gebäude da. Kann ich gleich da reinschleichen gleich? Probieren es mal. Oh, er hat mich schon gesehen. Oh. Geh da rein! Ich gehe jetzt mal hier. Fahren wir ganz kurz hoch. Mal sehen, wo wir hinkommen. Oder runter, okay. Eigentlich wollte ich hoch. Ach. Wir haben oben noch gar nicht erforscht. Aber vielleicht finden wir ja noch ein Leuchtfeuer hier. Da müssen wir den ganzen Weg nicht machen. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. So wie das hier. Danke. Gut. Wir können oben jetzt gleich, wir werden aber oben weiter forschen. Bloß ich habe hier schon mal ein Leuchtfeuer, was natürlich sehr gut ist. Dann können wir uns auch mal kurz hier rasten. Weil, dann haben wir den ganzen Kram da, den kann ich mal stärker machen vielleicht. Wir haben ein paar Runen eingesammelt. Guck mal, was kostet das jetzt, wenn ein Stufenaufstieg? 30, okay. Wenn wir auch nicht mit so vielen Sachen rumlaufen. Reicht das? Ich habe gar nicht geguckt, wie viel 30.000 waren das ungefähr. Ne, es fehlt noch ein bisschen. Okay. Nehmen wir die beiden hier. So, das reicht. Können wir nochmal einen Stufenaufstieg machen. Schiebt ein bisschen höher. So. Und jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Oh, warte mal, hier ist auch noch, hier liegt noch, ist noch was, was wir einsammeln können. Hier müssen wir bestimmt nochmal runter, aber jetzt gehen wir erstmal wieder hoch und machen oben weiter. Weil oben müssen wir auch einmal das erst leer räumen, bevor es irgendwie weitergeht, glaube ich. Diese Ameisen, ich muss mir aber irgendwas einfallen lassen gegen diese Kack-Ameisen. Die sind wirklich nervig. Runter versuchen. Oh. Die Kugel kriege ich wohl nicht mehr, ne? Nein. Schade, die war zu schnell. Aber dann kriegen wir das Ding, was hier liegt. Himmelstau. Hier ist sie abgehauen. Ich will nur gucken, ob es hier noch mehr Sachen gibt, die wir einsammeln können.
Aber wir schützen ja nicht irgendwas hier. Und warum sind hier so zwei dicke Brocken? Hier ist gar nichts, ne? Aber so dicke Brocken. Also Brocken, aber die mit den harten Kopfnussschale da. Dann ist hier gar nichts. Gut, also ich glaube, wir müssen hier gar nichts weiter machen. Wir müssen unten runter. Dann machen wir das doch. Weil weiter geht. Da hinten ging es ja auch noch hoch, ne? Sollen wir vielleicht mal oben weiter gucken? Bevor wir da hin machen, das machen wir mal. Das ist ja, wo wir hin waren. Und da gehen wir zurück. Wir gehen jetzt mal oben längs. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Gehen wir erstmal oben längs, bevor wir unten runtergehen. Ne? Also erstmal alle Etagen durchforsten, bevor wir da hochgehen. Das macht ja auch Sinn. Oh, ist hier noch irgendwas? Haben wir gar nicht geguckt, das ist mal, ne? Da liegt sogar noch was, guck mal. Magiefett. Lass mal hier oben längs gehen. Hier sind zwar auch diese Typen, aber die kriegen wir hin. Oh, der hat einen. Was macht er denn da? Fieses Viech. Jetzt erstmal alles durchforsten hier. Man muss echt mal alles durchgucken, ne? Sonst ist man da irgendwie. Oh, hier sind so ein paar Schmetterlinge. Wow. Auf dem letzten Schlag. Aber hier ist auch nichts, oder? Das ist eine Truhe. Hier können wir aufmachen, okay. Ameisenschädelplatte. Ist auch eine Truhe? Nee. Auch nicht. Okay, warte mal, bevor wir die Ameisenschädelplatte gucken wir uns mal kurz an. Achso, ich dachte, die könnte ich für irgendwas benutzen, oder? Das ist ein Schild. Da. Okay, also doch, das macht schon ein bisschen, aber ist natürlich schwer, ne? Hm. Ah, hier ist mal hoch. Fächerdolche. Ah, okay. Ah, nein! Das war dumm von mir. Ich blieb da noch stehen. Dumm. Guck, die alle drauf gehen. Und drin sind noch mehr. Oh. Okay, müssen wir schon aufpassen hier. Lass ihn mal rauslocken. Dann sammle ich das jetzt mal ein. Da geht's weiter gleich, okay. Hm, das sind ja schon viele. Oh.
Ja. Gut, gucken wir, was hier drin ist. So eine Truhe. Gucken wir mal. Klangpelle 2 des Geister-Telian. Okay. Ist natürlich schön. Wir brauchen aber die Geister. Wir brauchen die andere. Grab brauchen wir. Grabteil-Telian, ne? So, sollen wir das nochmal hier an der Seite längs laufen? Ich weiß nicht, ob da was kommt. Aber das sieht so aus, ob da irgendwas passieren könnte noch. Links versuchen. Wertvolles Objekt voraus. Aber kommen hier auch wieder Viecher? Asche des Bogenschützen. Oh, das klingt gar nicht so schlecht, Asche des Bogenschützen. Die müssen wir nachher mal auf unseren Bogen legen vielleicht. Macht da ordentlich was aus. Mal gucken. Hier oben geht's weiter. Oh. Ah. Den haben wir nicht gesehen, den Affen. Den Blob habe ich gar nicht nach oben geguckt, aber da hat man auch nichts gesehen oben, oder? Noch eine goldene Runde. Aber hier, kann man da rein? Oh! Ah, okay, da kann man wirklich tatsächlich rein. Das machen wir auch gleich. Schmiedestein 7, okay. Okay, wir brauchen noch ein paar Sechser, die finden wir bestimmt noch mal irgendwann, aber... Es geht höher, es geht höher. Achtung, Geheimgang. Nein. Können wir da längs vielleicht? Aha. Okay, ist ein Geheimgang, aber wie kommen wir da rein, den Geheimgang? Hm. Sieht aus wie so ein Steinschlüssel. Also den man mit einem Steinschlüssel benutzen kann, aber das kann ich gar nicht hier. Was ist denn da drin? Da ist so eine Dings. Aber wie kommt man denn da rein, ist die Frage, ne? Hm. Gut, man muss wahrscheinlich außenrum gehen. Alter, das geht auch noch richtig weit da drüben, guck mal. Das Gebiet hier oben ist ja noch richtig groß. Ach, guck mal hier. Ja, jetzt mal. So, die Kugeln von mir hier. Das ist wie so eine Angriffskugel. Oh.
Okay. Ist noch einer drin, ne? Ist flink. Komm her, du. Oh. Armreife. Okay, warum ist das jetzt hier so cool gewesen? Ah, das ist eine Truhe, okay. Nachtjungfer und Schwertmaidpuppen. Okay, das sind die Kämpfe, die wir jetzt gerade haben, da? Auch nicht verkehrt. Da kann man hier raus, ja, aber warum konnte man jetzt hier raus? Bringt uns das was? Den ganzen Weg bin ich ja gelaufen, ne? Genau. Also man könnte theoretisch hier runterspringen, wenn man will. Müssen wir jetzt aber nicht machen. Gut. Jetzt können wir noch hier über die Brücke. Das ist so eine Falle hier drin. Sehe ich doch jetzt schon, dass es eine Falle ist. Können wir hier außen rumgehen? Vielleicht war es auch keine Falle, aber ich trau mich da fast gar nicht rein. Ich habe Angst, dass wir gleich sterben da drin. Oder es sieht doch so aus, wie die Tür gleich zugeht und da irgendwie Gegner kommen. Oder liegt ja falsch. Okay, das war's wohl. Gott sei Dank. Aber trotzdem muss man sagen, ist das sehr, sehr nervig. Puha. Oh, da liegt was richtig Goldenes drin. Was ist das? Große Geisterteillilie. Okay. Was können wir mit den großen Geisterteillilien machen? Also ist das auch für meine, dass ich die stärker machen kann? Wahrscheinlich, ne? Müssen wir mal rausfinden. Geht's noch hier hoch? Ich gehe nochmal hier hinten längs in die Ecke, dass da irgendwas liegt. Ist doch geil, das ist einfach nur so eine Kugel, die ich verfolgt, ne? Einfach so eine riesengroße Kugel. Noch eine 10er-Runde. Kommt da die Indiana Jones Kugel hier runtergerollt? Ne. Stein. Ist zu. Hier geht's nicht weiter. Das ist das Spannende an dem Spiel, dieses ganze Ausforsten. Ne? Man muss immer damit rechnen, dass man gleich stirbt oder so.
Und bevor wir da reingehen, gehen wir auch erstmal hier rum. Okay, da ist nichts. Packung voraus. Erstens, ich glaube sie, und dann seid ihr bereit. Ach, shit. Okay, die Schleimbeutel da hinten. Bleib mal hier bei der Tür stehen. Wir machen das. Ich glaube, da kommt noch mehr. Das sind nicht nur die Schleimdinger, deswegen warte ich hier an der Tür. Wie feige, ne? Aber man will irgendwie auch nicht sterben. Und es ist noch nicht rot gewesen, das heißt, es kommt bestimmt noch was. Da. Okay. Kann die Kugel nicht einfach über die rüberrollen? Ah, macht die doch gerade, ne? War es das jetzt? Ah, ich glaube schon. Wie viele das gerade waren, bitte sehr. Dunkelschmiedestein 7. Okay, da haben wir schon langsam genug von. Hier geht's weiter. War draußen noch irgendwas? Muss mal kurz gucken. Oder war es der einzige Weg, wo es durchging, ne? Ah, wir sind von da hoch. Okay, gut. Dann gehen wir hier längs. Alter, waren das viele Gegner gerade. Heieieiei. Das ist nur Wasser. Okay, das ist ein Loch. Es könnte auch leicht mal ein Leuchtfeuer kommen hier, weil das wirklich ist ein langer Weg war, den wir gelaufen sind. Kommen wir zumindest so vor.
Naturgeschmiedestein 6. Wie geil ist das denn? Da können wir unser Schild auf jeden Fall auch noch stärker machen. Und das ist natürlich super. So. Also es kann, glaube ich, kein Boss sein, weil dann würde man ja... Ich habe gar kein Dings mehr, um das... Doch. Dann würde ich, glaube ich, meine Hunde mitnehmen. Sicherheitshalber. Ah, guck mal. Er verwandelt sich. Silberträne. Oh. Okay. Nein! 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 So, komm her. Oh! Nein, ach Mann! Oh, es ist so ein langer Weg gewesen, ey, ganz ehrlich. Und wir haben 30.000 schon wieder zusammen gehabt, also wir müssen auf jeden Fall hochkommen, ohne zu sterben. Das geht gar nicht anders. Das ist wieder so ärgerlich, ne? So ärgerlich. Und das ist dann wirklich ein langer Weg gewesen. So. Da renne ich jetzt einfach hoch und ihr müsst einfach... ich mache gleich einen Schnitt, wenn ich oben bin. So, da wären wir wieder. Jetzt schauen wir mal, ob wir die einen davon rauspolen können. Geht da drüben hin? Die kriegen wir hier raus. Mal gucken. Kommt er vielleicht raus zu uns. Dann müssen wir ihn platt machen. Mit unseren Wölfen. Die kommen auch langsam von hinten noch. Die bin ich ganz tot gemacht. Die sind natürlich ein bisschen blöd gewesen. Aber gucken, ob wir den hinkriegen. Oh, bleib hier, Wölfe. Ah, die hauen schon ganz gut zu. Nein. Weg. Trifft mich zu hart. So, der ist weg. Da hinten ist noch ein Morpher, da müssen wir kurz warten. Muss ganz kurz runter gucken, wie weit die hier weg sind. Die gehen wieder zurück, okay. Gut, dann lass uns den anderen auch mal holen. So, meine Hunde, seid ihr bereit? Greift die Tante an, die sind sehr stark. Oh, weg! Weg! So, auch erledigt. Wow, ja, auch ganz schön hart geschossen. So, jetzt gucken wir, da sitzt noch ein so ein Typ da, den holen wir uns aber auch ran. Okay, er ist flink. Aber vielleicht können wir den ja hierher locken, dass unsere Hunde den auch kalt machen. Jetzt kommt hier noch rein.
Gut, alle erledigt. Fast 40.000 Punkte. Bin leider auf dem Weg hierhin nochmal gestorben, nur mal so nebenbei. Da ist auf jeden Fall eine Truhe, die gucken wir uns jetzt mal an. Wenn nicht noch irgendwie eine Überraschung kommt. Sieht aber nicht danach aus. Da ist ein Blutfleck. Okay, den wollen wir uns gar nicht angucken, Blutfleck. Machen wir jetzt mal die Truhe auf. So. Muss sich auch gelohnt haben, hoffe ich zumindest. Mond von Noxtella. Okay. Keine Ahnung, wofür wir den brauchen, aber wir haben ihn. Es gab noch einen Außenweg hier, einen Weg nach außen hier irgendwo an der Seite. Den gucken wir uns auch mal an. Da. Schwanz. Schwanz? Hat er mich beleidigt? Das geht hier unten längs, okay. Achso, hier gibt es noch einen Weg. Gucken, wo der uns hinführt. Das war wieder aufregend heute, muss ich zugeben. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich guck mal gerade, ob ich die Gegend kenne. Die Gegend kenne ich. Die habe ich platt gemacht, dann sind wir da hinten. Genau. Genau, hier waren wir. Hier geht es nämlich da direkt runter zu unserem nächsten... zu unserem nächsten Feuer. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Ich gucke noch einmal hier oben nochmal alles durch. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Keine Objekte voraus. Ich kontrolliere lieber selber. Oh, hier ist halt wirklich nichts. Tatsächlich auch nichts. Okay, wir müssen jetzt irgendwie hier runterkommen, ohne dass wir... Also irgendwie, dass wir da rüberkommen. Kann ich hier reiten eigentlich? Nee, ne? Okay. Eigentlich will ich nur da hinten rein. Ohne dass ich jetzt so viel kämpfen muss. Das wäre super. Aber da komme ich wahrscheinlich nicht drum rum. Obwohl, kann ich von hier oben nicht die Viecher abschießen? Die können doch eh nicht hier hochkommen, oder? Vielleicht werde ich gleich noch getroffen. So. Wir dürfen nicht getroffen werden. Wir müssen auf jeden Fall da zurückkommen, ohne zu sterben. Das wäre schon ein Highlight. Und da ist ja nur ein so ein... Oder zwei von denen. Das ist natürlich blöd. Aber einfach da reinrennen kann ich auch nicht, ne? Also ich muss mal gucken, ob wir da vorbeikommen, ohne dass wir die jetzt angreifen müssen. Nur die Gassteine mit hier. Für irgendwas kann man die garantiert benutzen.
Muss man die Handwerksbücher nochmal weiterlesen. Ich habe einfach keine Lust zu kämpfen. Lass wir laufen. Und hoch. Oh, runter. Hoffe, ich komme dir nicht hinterher. Nee, kommt nicht. Gut, also, wir haben es oben geschafft. Jetzt gehen wir unten längs. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dann. Tschüss.